Ja, liebe Leute, willkommen zu einem kleinen Rückblick auf Deus Ex. Ich werde mal vielleicht doch mal den Sound. I spill my drink! Ah, ja, den Sound ein bisschen runterziehen, ne? Das ist doch recht laut auf 3. Wie ist es jetzt? Genau. Also, ich wollte im Zuge, weil das neue Deus Ex rauskommt, hatte ich mir gedacht, mache ich mal einen Rückblick. Schaue, was es alles so gab im Vorfeld. Weil ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von dieser ganzen Deus Ex Geschichte. Seit wann ging es los mit Deus Ex? Das, was wir jetzt hier sehen, das Spiel, das kam 2000 raus. Wobei ich habe gesehen oder gehört, besser gehört, dass Deus Ex, man eigentlich, das ist ja Lateinisch und man spricht das, glaube ich, Deus Ex aus. Also nicht Deus Ex, sondern Deus Ex. Und ich glaube, das kommt aus Deus Ex Machina, also Deus Ex Machina, Gott aus der Maschine. Ja, der erste Teil, der beschäftigt sich mit Augmentierung, Nanotechnologie und spielt im Jahre so 2050. In einer Welt, in der es halt absolut chaotisch zugeht, gefährlich ist und so weiter. Untergrundorganisationen versuchen die Kontrolle und die Weltherrschaft, also Verschwörungstheorien etc. an sich zu reißen. Und das ist halt unsere Aufgabe als Agent, als Hauptperson, als Hauptfigur, das zu verhindern. Also ich fand damals das Spiel, ich habe das damals 2000 gespielt, bis zum geht's nicht mehr, fand ich absolut top. Die Atmosphäre war absolut genial und auch so dieses Spielerlebnis, kann ich mich noch dunkel erinnern, war irgendwie alles recht neu. Die Sprachausgabe war cool gemacht, die Kommunikation mit anderen Figuren war sehr schön. Es gab riesige Gebiete, also für damalige Zeiten waren das riesige Gebiete zum Erforschen. Und selbst die Hintergrundmusik, die war einfach irgendwie stimmig, die passte da rein und war... fand ich genial. Ja, und was eben neu auch dazu kam, war, dass man eben in diesem Spiel verschiedene Stränge entwickeln konnte. Also man konnte sozusagen mit purer Gewalt zur Lösung und zum Ergebnis kommen oder man konnte auch gewaltfrei das Ganze spielen. Ja, und da denke ich mal, schauen wir mal kurz rein. Ich habe das wieder reaktiviert. Das ist, glaube ich, sogar deutsch. Wie man hier sieht, mit einem kleinen Trick habe ich die Steam-Version auf Deutsch umgebaut, weil ich habe nämlich noch eine uralte CD gefunden von früher in den Tiefen meiner Schränke und durch eine Doppelinstallation hat es irgendwie geklappt. Also irgendwie hat es geklappt. Okay, dann schauen wir mal rein. Wir machen erstmal leicht. Wir wollen ja bloß mal reinschauen, wieso die Grafik war. Also die Grafik war damals auch top. Heute ist Your appointment to FEMA should be finalized within the week. I've already discussed the matter with the I take it he was agreeable? He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the Ambrosia vaccine, he was so... This plague, the rioting is intensifying to the point where... Why contain it? Let it spill over into the schools and churches. Let the bodies pile... I've received reports of armed attacks on shipments. There's not enough vaccine to go around. And the underclasses are starting to get... Of course they're desperate. They can smell their death, and the sound they'll make rattling their cage will serve as a warning to the... I hope you're not underestimating the problem. The others may not go as quietly as you think. Intelligence indicates they're... A bunch of pretentious old men playing at running the world. But the world left them behind long ago. We are the... We have other problems. UNATCO? Formed by executive order after the terrorist strike on the statue. I have someone in place, though. I'm more concerned about Savage. He's relocated. Our biochem corpus is far in advance of theirs, as is our electronic sentience. And their ethical inflexibility has allowed us to make progress in areas they refuse to... The augmentation project? Among other things, but I must admit that I have been somewhat disappointed in the performance of the primary unit. The secondary unit should be online soon. It's currently undergoing preparation and will be operational within 6 months. My people will continue to report on its progress. We've had to endure much, you and I, but soon there will be order again. A new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon that city will be better than kings.
Ja, also, was wir gesehen haben, was ich sagen wollte, war, dass damals die Grafik war genial. Für damalige Verhältnisse, für heutige Verhältnisse ist das etwas, ja, 2000 halt eben, also viele, viele Jahre. Heads up, JC. Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul. I will monitor your situation from HQ. Ich kann mich erinnern, dass dieses ganze Flair, ich glaube, das war die ganze Zeit. Ach, da kommt angespackt. Mein Bruder, das ganze Flair war immer so duster, düster. Paul, I thought you were in Hong Kong. Welcome to the Coalition, JC. I might as well start using your code name. Think I'd miss my brother's first day? Didn't think you'd have a choice. What's going on? The NSF. They hit one of our shipments. A few of them got away, but we trapped the rest in the statue. What are we waiting for? Looks like a textbook assault. The NSF took one of our agents hostage. The bots are holding the perimeter, but my orders are to hold back and send you in alone. I think someone high up wants to see how you handle the situation. All I've got with me is a pistol and an electric prod. I don't mind a test, but UNATCO better issue some hardware. Remember that we're police. Stick with the prod. It'll stun your opponents or knock them unconscious. A non-lethal takedown is always the most silent way to eliminate resistance. Just in case, though, Manderly wants you to pick an additional weapon. A sniper rifle, a Gep gun, or a mini crossbow. Ja, was nehmen wir natürlich? Wir nehmen, was ist ein Gep, aber das weiß ich gar nicht mehr. Mini-Armbrust, die verschießt Betäubungspfeile. Also wie gesagt, hier kann man aussuchen, welchen Weg man beschreitet. Ich glaube, damals gab es jetzt auch noch keine Errungenschaften und so weiter. Das war einfach, konnte man alles selber machen. Ja, wir nehmen I like to pick him off from a distance. I'll take the rifle. This isn't a training exercise, JC. Your targets will be human beings. Keep that in mind. I get the idea. What's the first move? I'm going to give you a map of the island. If you can get to the north dock, a UNATCO informant will give you a key to the statue doors. He responds to the code phrase, iron and copper. You could avoid a lot of fighting, though, if you found a back way to the statue. I'll see how it looks on shore. Your primary objective is the makeshift command center the terrorists have installed at the top of the statue. But don't forget about Agent Herrmann. We think he's being held on the ground floor. What are my orders when I reach the command center? Interrogate the leader. We don't yet know why the terrorists would risk an open assault. So, das war's. Wir wissen, was wir zu tun haben. Infiltration. So, aber ich werde mal noch etwas hier rumschauen und euch zeigen, wie das damals war. Vor vielen Jahren. Also man konnte die Sachen dann aufnehmen hier. Mit Rechtsklick. Ja, genau. Dann konnte man sogar die Sachen aufnehmen und werfen. Hm. Müllsack. Müllsack, genau. Ja, und dann gab's als allererste Waffe genau die Brechstange. So, und da könnte man jetzt, das ist mein Taser, muss ich hin auf die 7, da könnte man sogar hier die Sachen zerstören und sich den Inhalt nehmen. Was gibt's hier? Ein Dietrich? Okay. What's your take on the situation, Corporal? The bots have them bottled up, sir. We'd go right in if it weren't for the whole back order. How'd they get one of our agents? Gunter went rogue on us. When the order came, he wouldn't pull back. Now you get to bail him out. Okay, danke für die Information. Wollte ich es nicht haben, aber macht nichts. Ja, was damals am meisten so der Zustand war, dass sobald es Figuren gab, so wie jetzt dieser oder gut, dieses Gerät nicht, aber die hatten dann meistens einen Sinn. Also die konnte man, mit denen konnte man kommunizieren und ansonsten gab es nichts. Keine Leute weiter. Ja, wir gehen nochmal kurz hier runter. Weil hier gab es dann nämlich so eine Kiste. Oder zwei sogar. Die brachten dann so ein wertvolles Multitool. Ja. Konnte man mitnehmen. Und das war, was war das? Hier fällt es runter. So. Irgend so ein Implantat. So, ich weiß gar nicht, ob da Sauerstoff war, wie ich jetzt wieder hochkomme. Hüpfen. Na da, jetzt kam er hoch. Also, alles sehr komplex. Aber so war das. Was haben wir jetzt? NSF everywhere, JC. Your orders are to shoot on site. A UNATCO informant on the north dock can get you inside the statue. Look for a bomb. Identify yourself with the phrase iron and copper. Ah, da geht schon los. Da kam einer angespannt. Aber die bewegen sich nicht weiter. Sondern das ist dann meine Aufgabe. Ich schau nochmal hier rein.
was ich da kriege. Munition. Okay. Na gut. Und ich habe sozusagen das Scharfschützengewehr. Wo ist das? Hier. So, wie geht das? Ach so, das war natürlich mit Rechtsklick nicht. Das war irgendwas anderes. Ich glaube, die Steuerung war damals relativ unterirdisch. Also in dem Sinne nicht diese gewohnten Sachen wie Rechtsklick, Zoom und so weiter, sondern das war alles ja noch in den Anfängen, bis ich dann so eine Art, im Prinzip gibt es ja so eine Art Standard, der sich da irgendwie durchgesetzt hat. So, wir können ja den nochmal aussnipern, mal sehen, ob das geht. So, naja, so läuft das dann. Da kann man das über diese Technik machen, man kann sich ranschleichen. Jetzt hat man die wahrscheinlich alle alarmiert. Oder auch nicht. Und if you want to make a covert approach, remember the Academy's stealth course. Stay out of their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown. Naja, habe ich ja gerade gemacht, ja? Schnellste Lösung. Okay, so aus der Hüfte war das. Ja, das wollte ich euch eigentlich nochmal zeigen, wie das so damals war. Also ich fand es ein geniales Spiel damals, 2000. Habe das auch mehrmals durchgespielt. Gut, das war's erstmal von Deus Ex 1. Ja, liebe Leute, willkommen zu Deus Ex 2. Das ist der zweite Teil aus der Reihe. Invisible War hieß der damals. Und kam im Jahre 2003 raus, also 3 Jahre später. Spielt etwa vom Handlungsstrang her 20 Jahre danach, also 2070 etwa, von den alten Deus Ex in der damaligen Welt. Die gleichen chaotischen Zustände waren da, irgendwelche religiösen, politischen Gruppen etc. versuchten wieder mal die Weltregierung nach ihrer eigenen Agenda zu gestalten. Oh, Musik ist laut. Aber nicht schlecht. Genau, also ich fand das eigentlich damals im Gegensatz zu dem ersten Teil um einiges schlechter. Also zumindest habe ich gar nicht so die großen Erinnerungen mehr an dieses Spiel. Die Menüführung war etwas komplizierter geworden. Die hatten so einen runden, so eine runde Menüführung irgendwie. An sich war es schon ein solides Spiel, kam aber irgendwie nicht an den ersten Teil ran. Ja, es war auch von der Rechnerkonfiguration, die gebraucht wurde, war das relativ herausfordernd, sage ich mal. Also für die damaligen Rechner, die wurden da an ihre Grenzen getrieben. So, heute natürlich kein Ding, aber für damalige Verhältnisse waren so 256 MB oder so. Das war schon, musste man mindestens haben, oder 500 MB Arbeitsspeicher. Ich rede jetzt vom Arbeitsspeicher, das gab es damals, diese Größen. Da warst du dann der Guru und da hat es dann geklappt. Na gut. Insofern starten wir einfach mal und schauen, wie es so sich mal anfühlt, wie es so aussah. Infusion lab? Evacuated. Trainees? Gave the order myself. What did you tell them? I told them to run. That's all they need to hear until we reach Seattle. Agreed. Anything new on the terrorist? He's in the city. No ID yet. Unclear whether we're the target. An academic distinction if he really has a nanite detonator. Scanning. Pacific region clear. The security bots have acquired the target. We're too late! Helipad, let's go! Move! Helipad,
city to get at us? Our enemies aren't that desperate. Perhaps we made a new enemy. What if they already know about the Seattle facility? We have other options. We aren't equipped to fight a war. We're going to change the terms of engagement. It's our war, not theirs. We don't need cities or armies. We have the cells of human bodies. An invisible weapon for an invisible war. Gut, das war der Trailer zum Start des Spieles. Der kommt eigentlich nochmal jetzt, wenn ich das Spiel starte. Also ich mache da nochmal. Wir schauen nochmal rein. Und dann werde ich das, kann ich das überspringen jetzt? Genau, ich überspringe das mal. Das haben wir ja gerade gesehen. Und das, man konnte das erste Mal auch einen weiblichen Agent spielen. Ist jetzt egal für den Anfang, weil ich glaube, so der Unterschied ist da nicht gewesen. Ein bisschen die Hautfarbe wurde dunkler und beim Typen wurde auch bloß die Hautfarbe dreimal dunkler. Egal, wir lassen das einfach so und starten mal und schauen uns das an. Ja, dieses Spiel, das habe ich bisher nicht hingekriegt auf Deutsch zu installieren. Also ich habe auch noch die uralte DVD von damals, aber das lief überhaupt nicht. Also das braucht explizit wahrscheinlich Windows XP. Oder wenn überhaupt, ich muss mal nachschauen. Windows XP, gab es das damals schon? Ich schaue mal nach, ich habe es nämlich hier liegen. Nee, Windows 98, 95 ME erforderlich. Doch, Windows 98 und XP gab es, genau. Also, ja, und selbst da habe ich das nicht installieren können. Egal, wir wollen mal kurz schauen, wie das so aussieht. Man kann dann hier sich den Ball schnappen und dann ein bisschen Ball spielen. Schnickschnack eben. So, und dann geht das halt hier los, kriegt man die ganzen Infos. Map, die Daten, wie ich was zu machen habe, am Anfang klar, dann nehme ich mir das, was ist das, irgendwas fürs Inventar, zu essen oder wie auch immer. Welcome, Alex. I see that you're awake. Just trying to sleep off the chopper ride. What happened? The guards practically dragged me to the roof. Let me introduce myself. Leila Nassif, director of the Tarsus Academy here in Seattle. I've been moved to Seattle. What about Billy? Is she here too? Alex, I'm afraid something happened in Chicago. A terrorist attack. We evacuated you and Billy just in time. No one told me anything about an attack. How bad is it? I have friends in Chicago. You don't want all the details in one dose, trust me. Why don't you come downstairs to meet the other trainees? Refer to the map you found at the facility. Billy Adams, you know from Chicago. Check in with her in apartment 454 on your way down. What was that noise? Nothing to be concerned about. You have your assignment, Alex. Genau. Das war jetzt die Info, also wir werden angegriffen, wie auch immer, und ja, man kann dann hier laufen, nochmal, wie man das kennt, und dann werden dann halt die ganzen Sachen, man kann, oh, meine Maus ist relativ stark eingestellt, stehe ich auf dem Tisch, so, Rechtsklick, ja, das ist halt Rechtsklick, muss man sich einfach dran gewöhnen, die Sachen kann man aufnehmen und dann durch die Kante werfen, wenn man das will, ansonsten, gehen wir mal schauen, was es noch so gibt hier. Erstes Opfer. Wer ist das? Rennt hier rum. Gut. Ja, man konnte dann interagieren. Man konnte die Typen auch hochnehmen, wie man das dann später aus den nächsten Teilen auch kennt. Und dann rumwerfen. Ja. Na, komm, kommt sie klar damit? Ja, mal sehen doch mal hier. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das funktioniert. Was war hier? Was war das für ein Typ? What's going on? I saw one of your troopers killed. All part of SSC duties. I can't comment except to say the situation will be under control shortly. What do you mean no comment? I saw a man die. Move along. I know you have your orders and I have mine. Der will dir überhaupt nicht helfen, hä? Der Typ. I've got just as much training as you do, if not more. Why don't you let me help out? Why don't you keep your mouth shut and just stay out of SSC's way?
Alles klar. Dafür kriegst du eine Abreibung von mir. Mal sehen, was da passiert. Putting me in a difficult situation. Ja, solchen Schnickschnack kann man machen. Mal sehen, wenn ich die Buch den das von Latz ballere. Dein Kumpel liegt hier. Darum geht's. Na gut. Okay, also man kommuniziert mit den Leuten, indem man denen eine Vase gegen den Kopf wirft. So. Oder so. Das ist natürlich Quark, aber das geht. What happened? Mike and I, we've worked here for years. Usually nothing makes it past the turrets. Do you know what's going on? Dr. Nassif acted like nothing's wrong. I'm sure SSC will be sending help. Ja, die Grafik war im Gegensatz zum ersten auch nicht sehr viel besser geworden. Aber ja, irgendwie war das. Ich weiß es gar nicht mehr. Der hatte irgendwie nicht so diesen Tiefgang. It's me, Alex. Finally, it's about time you woke up. Come on, also ich fand ihn schlechter als den ersten. Ja, lustig, wie sie da steht hier. Die Arme so abgespreizt. Bewegen sich sogar ein bisschen. Also immer auf die Arme gucken, das ist schon lustig. Noch eine Weile. I don't know what's going on, but it's clear we're not safe. We don't know anyone here, so we'd better watch each other's back. Thanks. I guess I should meet our hostess here already. Not much else I can do. Maybe I can get some better answers. Machen wir die gleiche Armbewegung. No, not yet. Und jetzt Arm wieder hoch. Nee, doch nicht. Na gut. So, dann können wir wieder ein bisschen rumlaufen. Wasserhahn. Kann man andrehen. Ja, das ist total wichtig. Ach, hier liegt ein Riesenbrot. Das nehmen wir mit. Was ist hier drin? Wieder Essen. Gut. Können wir hier was runternehmen? Wir können hier was runternehmen. Wir können das wieder gegen die werfen. Das macht Spaß. Passiert auch nichts. Okay, wir können auch mal mit dem Stuhl nach ihr werfen. Hallo? So, passiert auch nichts. Die Maussensibilität ist zu hoch eingestellt. Ich verwackel immer mit der. So, na gut, auf jeden Fall wollte ich euch das mal zeigen. Das ist Teil 2 gewesen. Jetzt fahren wir, wo auch immer wir hinfahren. Tarsus. Okay, dann warten wir noch, bis wir dort sind. Und dann machen wir erstmal Schluss mit dem Teil 2. Ach, schauen wir mal kurz. Eine Tür. Gut, ja, die Gänge waren meistens leer. So wie im ersten Teil, außer den Personen, mit denen man kommunizieren konnte. So wie hier. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir hören jetzt erstmal auf und es geht weiter mit Teil 3.